Mein Name ist Robert Johannes Falke, bin geboren am 3. Oktober 1960, der dritte Sohn von 5 Kindern. Ich möchte hiermit etwas meine Geschichte erzählen und aufmerksam machen, was für Probleme mir Behörden bzw. das Arbeitsamt bis zum heutigen Tag dort. Es hat aber damit auch eine Vorgeschichte. Die Vorgeschichte beginnt damit, ich bin in Balingen geboren. Wir haben im kleinen Haus gewohnt, mein Vater war im Gesundheitsamt tätig, als Gesundheitsaufseher, meine Mutter ist ehemalige Rechtsanwaltsgehilfin, mein Vater war aus Hamburg, meine Mutter aus Danzig, ich bin in Balingen geboren. Vor mir ist eine Schwester, ein Bruder, ich, nochmal zwei Brüder und eine Fehlgeburt von meiner Mutter. Ich wohne seit 1973 in Stuttgart. Vorher habe ich bei meinen Großeltern gewohnt, die ersten drei Lebensjahre, vom dritten Lebensjahr bis zum sechsten. Danach kam ich in den Kindergarten bei meinen Eltern ein Jahr und anschließend sollte ich in die Grundschule. Dort habe ich sehr langsam, sehr schwierig gelernt, habe Probleme gehabt mit Schulkameraden, mit Freunden und sonst. Von dort aus sagte das Jugendamt, es wäre am besten, wenn ich in ein Heim käme, damit ich wegen meinen Verhaltensauffälligkeiten, so wie sie es so gerne genannt haben, im Internat käme. Da kam ich halt nach Wallerfang, das Weißer Brücken, ein Klosterinternat, wo ich aber nur ein halbes Jahr geblieben bin, weil ich einer Schwester ins Bein gebissen habe, weil es mir zu blöd war, bei den Pinguinen zu sein, wie ich es immer so schön sage. Danach hieß es, ich sei sehr verhaltensauffällig, ich müsste irgendwo in eine Kinderpsychiatrie am besten, da wäre am besten aufgehoben. Das Jugendamt also schickte mich gegen den Willen meiner Eltern, obwohl man, und wie ich jetzt erfahren habe in den Jahren, in die Kinderpsychiatrie nach Weißenau. Und in Weißenau begann mein schweres Schicksal. Dort wurde ich mit verschiedenen Untersuchungen unterzogen. Mir wurde das Gehirn aufgeblasen. Ich wurde ans Bett fixiert als junges Kind. Ich habe Elektroschocks durchbekommen. Mir haben sie verschiedene Spritzen, verschiedene Versuche mit mir gemacht, wie ein Kaninchen, kam mir vor. Habe ich irgendwie mal Wut gehabt, kam ich in eine Gummizelle, wo ich mich austoben sollte, weil ich ja so gemeingefährlich wäre und so bösartig und es wäre nicht gut. Ja, dann hat mein Vater, im leiblicher Vater, ich habe auch später Pfleger gehabt, aber das kann man gleich danach sagen, eine Frau Annemarie Griesinger kennengelernt, weil er in der Politik sehr stark tätig war bei der CDU und in der DAG. Und die hat gesagt, er will eine Frau, ein Kinderheim in Stuttgart-Bodening aufmachen. Das wäre viel, viel besser für deinen Sohn Robert. Die Pflegemutter, sie hieß damals Rosemarie Barbara Schulze. Eine Berlinerin, die im sozialpädagogischen Bereich gearbeitet hat, auf seinen Weg gelernt hat. Sie hat in der Post gearbeitet, war als in der Post tätig. Hat dann gesagt, nee, sie möchte gerne was Soziales machen, zum Wohle von Kindern und von Menschen. Es war auch eine schöne Zeit. Ich war damals sehr schlank, sehr hager. Ich war damals schon zu diesem Zeitpunkt essensgestört. Ich habe, es ging halt so weit, dass ich dann meine Pflegemutter, am 10. März 1973 kam ich dann nach Stuttgart, wo dann mein großer, schlimmster Leidensweg ging. Meine Pflegemutter hat mich dort abgeholt. Am 10.3. kam ich nach Stuttgart. Am 12.3. wurde ich gleich in die Sonderschule für geistigbehinderte, lernbehinderte Schüler reingesteckt. Meine Pflegemutter lernte eines Tages einen Mann kennen, den Hans-Dieter Graf Schulze. Hans-Dieter Graf aus Düsseldorf, 15 Jahre jünger als sie, und stellte ihn uns im März 1974 vor. Und ich sagte noch, was, den Mann will sie heiraten, als ob ich schon geahnt hätte, dass ich habe den Mann nicht von Anfang an irgendwie nicht mögen. Dieser Mann hatte dann Frau Graf Schulze, oder die Mama, geheiratet am 4.4.1974 in Stuttgart-Bodening. Als wir dann eines Tages zusammen in den Urlaub fuhren, nach Österreich, zum Hörzendorfer See, in Kärnten, ging es dann so weit, dass ich nackig schwimmen war, als kleines Kind, noch ganz unbedarft, ohne Gedankengut an Negatives, Bösatives, weil ich da gerade sogar 13 Jahre alt war. Plötzlich kam der sogenannte, mein Papa, wir haben ja immer Pflegevater, Pflegemutter gesagt, zu ihr habe ich mehrmals gesagt, zu ihm habe ich irgendwie nicht was aufbauen können.
Es sollte sich auch bewahrheiten, was mich innerlich unruhig machte. Ich war schwimmen gewesen, er kam hinter mir her und sagte, ach Junge, was machst denn du da? Du kannst doch nicht so weit rausschwimmen, aber Papa, die haben ganz tolle lieb, aber du musst bestimmt auf die Toilette. Er fasste mir damals in meinen Genitalbereich, meinen Penis an und meinte, damit der Pipi nicht so weh tut, du musst aufpassen, es können ja Fische sein, die können ja deinen Schnäpperle da abbeißen und nicht so dumm und naiv, wie ich noch war. Strömisch-katholisch erzogen daheim, schwierig, mein Vater Herzprobleme, mein leiblicher Papa. Und ich immer Angst, also nie getraut hatte, irgendwas zu sagen, weil er mich dann irgendwie angefangen hatte zu erpressen. Ich habe mir nichts dabei gedacht, er hat meinen Finger festgehalten zum Pipi machen und so ging es dann weiter. Hab die Sache wieder vergessen, wir gingen nach Hause, vorne in den Urlaub und vom Urlaub aus an ging er dann jeden Abend zu mir ins Schlafzimmer hinein, holte mich aus dem Bett heraus, wie es rausgestellt hatte, auch meine Pflegebrüder, aber alle mit einer ganz bestimmten Ausrede. Ich sei ja angeblich der Liebste, der Tollste, ich voller Ängste, habe mich natürlich nichts getraut, meine Pflegemutter zu sagen, nichts meinen eigenen Eltern zu sagen. Und gleich brav, Baby. Das ist übrigens Salome, meine Katze, die ich gerade gesehen habe. Das ist also mein Kindersatz und das ist mein Halt. Naja. Dann ging es so weit, dass mein Pflegevater angefangen hatte, erst soll ich seinen Penis in den Mund nehmen, er hat mich dann zu masochistische Dinge gebunden, hat mich festgebunden, hat mich gezwungen, hat mich mit seiner Asbach-Uralt-Flasche, riesengroße Flasche, hat immer viel getrunken, mit seinen roten Haaren und Vollbart. Seitdem habe ich ihn aber von Männern mit Vollbart und roten Haaren, wie Boris Becker die Farbe. Es ging halt so weit, dass er mich bestialisch missbraucht hatte und ich niemals zu jemandem Vertrauen haben konnte. Als ich dann ich war dort in die Sonderschule, habe dann im Jahre 1978 die Sonderschule abgeschlossen. Von dort aus habe ich ein kaufmännisches Grundlehrjahr gemacht beim IB Feiling. Das ist ein internationaler Bund für Jugend und Sozialarbeit. Anschließend war ich dann zum Kirchentag gegangen. Durch Zufall habe ich dort einen Lehrer kennengelernt, der gesagt hat, oh, das trifft sich gut. Wir haben ein Berufsbildungswerk Weiblingen. Da könntest du als Sonderschüler bei uns deine Ausbildung machen. Und ich ganz stolz, glücklich nach Hause gekommen zum Kirchentag, habe meine Pflegemutter das erzählt. Du Mama, stell dir vor, ich habe vielleicht nach der Schule jetzt eine Ausbildung, könnte da vielleicht eine Ausbildung machen mit Berufsbildungsjahr. Es ging auch ganz gut, das Berufsbildungsjahr. Erstes Jahr bin ich dort gewesen, ohne dass ich bei meinem Pflegeheim kam, habe dann ein Jahr gemacht und dann hieß es, ich soll doch ins Berufsbildungswerk Weiblingen, in den Arzt, wäre ja sonst immer zu weit zu fahren mit dem Auto, mit dem Zug und sonst was. Ich fand es natürlich super, ich war toll, in der Naht, habe mir nichts, war einerseits froh, weil ich dann endlich von diesem Scheißkerl, der auch noch Psychologe und Psychiater war und Psychotherapeut war, weggekommen bin. Und habe dann angefangen langsam zu leben. In meinem ersten Lehrjahr ging es sehr gut. Habe tolle Noten geschrieben, tolle Sachen geschrieben. Habe mich echt stabilisiert in der Schule. Auch im Berufsbildungswerk Weibing, weil ich endlich frei sein konnte. Vor Freude ging ich natürlich eines Wochenende wieder nach Hause zu meinen Pflegeeltern, um ihnen das Zeugnis zu zeigen. Und konnte eigentlich bei denen übernachten oben. Hatte gehofft, mein Pflegevater würde mir nicht weiter nachsteigen. Da war ich mittlerweile ja schon fast 23. Aber leider hat sich das zum Negativen entwickelt. Der Mistkerl hat sich wieder an mich herangemacht, hat mich dann brutal in den Hintern vergewaltigt, wer seine Sachen nicht machen hatte, hat mir Geschichten erzählen wollen, was er für ein toller Mann wäre. Und Papa, ich sei doch sein Papas Liebling, ich habe angefangen mich zu wehren, wollte das nicht, hat gesagt, er soll mich in Ruhe lassen. Von da an ging dann plötzlich meine Ausbildung wieder zum Bachen ab. Ich könnte auf Deutsch gesagt keine drei Lehrjahre durchmachen. Musste gezwungenermaßen meine Berufsausbildung abbrechen. Das war im Jahre 1982, im zweiten Lehrjahr. Wurde ich auf Deutsch gesagt dadurch entlassen, weil es hieß, ich sei ja da drin. Nicht viel nass. Man sollte eigentlich aufpassen. Und sonst was, auf jeden Fall ging es so weit, dass ich meine Ausbildung abbrechen musste und wusste nicht wohin. Meine Pflegemutter hatte mir damals angeboten, bei ihr in Miete zu wohnen, im obersten Haus. Wir haben ein ganz großes Haus gehabt. Das war die ehemalige Bäckerei Treidel in Stuttgart-Bodenhagen, was meine Pflegeeltern, wir als Kinder zusammen aufgebaut haben, von Grund auf mitgeholfen haben, dass wir wirklich schön wohnen konnten.
kam jedenfalls dann zu meinen Pflegern, oben Dachgeschoss gewohnt, hab dort gewohnt, hab gedacht, endlich habe ich meine Ruhe, habe meine Schüssel gehabt, konnte abschließen. Aber wiederum auch da, mein Pflegevater, der notorisch schwanzgeil war und jungsgeil, er hat ja seine Kinder, seine Jungs mehr geliebt als seine eigene Ehefrau, hat es auch kein Hehl daraus gemacht, dass er auch in Mühlhausen, Mülheim an der Ruhr, auch dort Kinder missbraucht hatte, aber dank meiner Pflegemutter dadurch ad acta gelegt worden war, also nicht richtig zur Kenntnis genommen. Ich habe dann erfahren durch einen anderen Pflegebruder, dass er einen Zivildienst in einer Werkstatt für Behinderte gemacht hat, das war das Behindertenzentrum Feing, in der Robert-Leicht-Straße, wo ich früher war, in der Kreuzstraße. Und das wollte ich eigentlich auch machen, einen Zivildienst statt Bundeswehr. Das war dann im Jahr 1982, wo ich da im August war ich fertig mit meinem Haus, Juli war die Ausbildung fertig, August bin ich zur Pflege, im September ging es dann los. Ich so, oh, das ist super gut, habe dann in der Werkstatt für Behinderte ganz normal gearbeitet. Bis ich dann irgendwann mal mich in eine Kollegin verliebt hatte, da war ich damals nach 23, das erste Mal verliebt, habe ein schönes Gedicht geschrieben über den Apfelblüten und Apfel, aber die war so eine überpenible, so eine, gleich in allen Sinnbildern was Negatives zu sehen und hat gemeint, ich hätte ja ein unsittliches Gedicht geschrieben, wollte, habe ihren Busen damit bezeichnet, ich hätte es dumm anmachen wollen und ich bin natürlich auf einmal anfangen zu heulen gewesen, das stimmt doch gar nicht, ich habe mich in die verliebt und ich wollte das eigentlich schön schreiben, das Gedicht. Und so ging Schlag auf Schlag innerhalb kürzester Zeit. Ich musste dann zu einer Ärztin, weil ich eine Allergie hatte an meinem Genitalienbereich, den ich öfters durch meinen Pflegevater hatte. Und bin dann zum Gesundheitsamt gekommen, erstmal zu Frau Dr. Angst. Die hat mich eine Creme gegeben und anschließend sollte ich zu Frau Dr. Rau im Gesundheitsamt, die Gott sei Dank mir geholfen hatte. Und es durch sie langsam rauskommen soll. Ja, es fällt ein bisschen schwer jetzt gerade, aber es muss.